Willkommen zum ersten Teil unseres New Specials aus Six Invitational Montreal. In dieser Folge informieren wir euch über die neue Season und geben euch die ersten Infos zu Veränderungen zu Rainbow Six Siege. Die neue Season, Operator, Fehlerbehebungen und Map Reworks stehen seit Montag, dem 17.02. auf den Testserver zur Verfügung und werden so ungefähr am Anfang März dann auf die normalen Server auch online gehen. Die Angreiferin, Name Iana und kommt aus den Niederlanden. Sie soll ein Speed 2 Operator und ein 2 Armor Operator sein. Sie soll eine G36C und eine ARX200 erhalten und zu ihrem Equipment zählen Rauchgranaten und Splittergranaten. Die Fähigkeit Gemini Replicator ist ein Hologramm, um Gegner zu täuschen und zu verwirren. Auf Knopfdruck kann sie eine Hologrammkopie von sich selbst erstellen, inklusive der Waffenskins, Headgears und allem anderen. Sie steuert ihr Hologramm aus der Ego-Perspektive und kann so spotten und Angriffe vortäuschen. Mit ihrem Hologramm kann sie sich zwar normal bewegen, klettern oder schießen, aber fallen kann sie damit nicht auslösen. Wenn die Energie des Hologramms aufgebaut wurde oder es von Kugeln getroffen wurde, zerfällt es. Nach einem gewissen Cooldown kann es aber wieder aktiviert werden. Schauen wir uns mal den Verteidiger an. Er heißt Oryx. Er ist ebenso wie Iana ein 2-Speed- und 2-Armor-Operator, erhält eine SPAS-12-Shotgun und eine MP5. Zu seinem Equipment soll eine kugelsichere Kamera sowie Stacheldraht gehören. Die Fähigkeit trägt den Namen Ramadash. Damit kann er durch Wände und Barrikaden durchbrechen sowie Gegner umwerfen. Dabei sprintet er deutlich schneller als ein Operator mit Speed 3. Ebenfalls kann er durch Luken hochspringen bzw. hochklettern. Wenn er mit Objekten kollidiert, wie zum Beispiel durch eine Wand, so nimmt er 10 HP Schaden. Nach dem Nutzen seiner Fähigkeit ist er kurzfristig verwundbar und er kann nicht sofort seine Waffen benutzen. Okay, so viel zu den beiden neuen Operatoren, Oryx und Iana. Hier habt ihr jetzt nochmal einen ca. 60-sekündigen Livestream-Ausschnitt zur Six Invitational mit den beiden neuen Operatoren. Frenchman, he can also perform other feats of athletic prowess. Then there's the new attacker, Iana. Don't be alarmed if you shoot her and she disappears. That's just her hologram that looks, moves, and sounds exactly like her. Okay, maybe that's a little alarming. Here's the rundown on the new operators and their gadgets, and a look at what they can do on the newly renovated Oregon map. Let's start with the new Jordanian defender, Oryx, because of the smashing. This is powered by his Rima Dash ability, a quick sprint that lets him move faster than any other operator. With it, he can knock attackers to the ground, including Montaigne and other shield bearers. He can also smash through barricades and unreinforced walls. So ziemlich erstaunt waren auf der Six Invitational viele Leute darüber, dass plötzlich ein Map Rework vorgestellt wurde in der kommenden Season zur Map Oregon. Und dazu haben wir nochmal einen kurzen Einspieler für euch. Was a hell of a beast. Every time we go to work on a rework, there's always this set of challenges. But with Oregon, it has a special place in our hearts. And same for the community. So I would be lying if I would say that working on that did not add an extra layer of pressure. Well, what did you guys decide needed to be fixed about Oregon? Right, well, Oregon's been here forever. It's one of the OG maps. It's been played in Pro League a lot. One of the first things that we noticed is that after all this time, the players kind of figured out the map. It's been kind of played out. So one of our first missions was to go back in there and shuffle it around, freshen it up, but keep its essence. So no more Boragon? Yes, exactly. Players started to call it Boragon. Endlich wurden die Barrikaden überarbeitet. Jetzt ist der Schaden an den Barrikaden für alle Spieler zeitgleich auf der Map überall gleich. Durch einen frischeren Look hat man auch noch das Spielmenü angepasst. Und was mich jetzt als nächstes ziemlich stört, ist die Überarbeitung von Legion. Denn die Boom-Minen von ihnen sind nicht mehr durch Wände und auch nicht mehr auf der kompletten Map sichtbar, sondern nur noch so auf kurze Distanz von 3 Metern. Das ist ziemlich scheiße. Warum soll ich noch spielen? Gut, dann übernehme ich jetzt einfach mal deinen Part. Twitch bekommt auch eine Überarbeitung, denn ihre Drohne spawnt nur noch mit 3 Schuss auf der Map und wird ähnlich wie die Yokai-Drohne von Echo sich permanent aufladen können, sprich sie hat auch unendlich Schuss. Ach ja, und nicht zu vergessen, Cavera erhält nun auch ein Elite-Skin. Dazu mehr jetzt im Einspieler.
doch mal das fünfte Jahr von Rainbow Six Siege so ein kleines bisschen genauer an, denn hier hat Ubisoft einige Änderungen vor. Denn sie schrauben jetzt grundlegend an ihren Gedanken von Rainbow Six Siege. Mehr dazu im Clip. Wie man hier in der Roadmap zum fünften Jahr von Rainbow Six Siege sehen kann, will Ubisoft sich jetzt weniger auf die Neuerungen und neue Operators oder neue Maps konzentrieren. Nein, sie wollen den Schwerpunkt eher auf Verbesserungen der Spielmechanik legen. Im fünften Jahr werden auch die Drohnen und Pings überarbeitet. So wird man nicht nur wie bisher in der Lage dazu sein, Gegner zu markieren, nein, es wird auch möglich sein, feindliche Gadgets zu markieren, wie zum Beispiel eine Kapkanfalle. Für uns ganz klar eine nette Neuerung. Dies soll vor allem auch Mitspielern helfen, die nicht kommunizieren können bzw. wollen. Was auch noch sehr interessant sein wird, ist, dass einzelne Verteidiger eine kleine nette Erneuerung dabei haben werden. Und zwar werden sie als Gadget eine kleine mobile Alarmanlage bekommen, sprich ein kleiner Metalldetektor, der einfach laut piepst, wenn jemand hindurchläuft. Laut den bisherigen Infos können diese Alarmanlagen dann überall auf der Map in der Vorbereitungsphase aufgestellt werden. Man kann gespannt sein, wie diese sich in der Spielpraxis bewähren werden. In diesem Jahr machen wir auch noch einen ganz großen Schritt Richtung E-Sport, denn wie in der letzten Folge schon mal angeschnitten, kommen jetzt auch noch die Mapband-Systeme ins Spiel. Das läuft dann ungefähr so ab, dass das eigene Team und das gegnerische Team jeweils zu Beginn einer Runde zwischen drei zufälligen Maps entscheiden kann. Was wir im letzten Video ja auch erwähnt haben, war die Replay-Funktion und dieses Jahr wird sie ebenfalls ins Spiel hinzukommen. Das läuft dann ungefähr so ab, dass man das gerade gespielte Spiel aus der Ego-Perspektive, wie auch aus der Zuschauerperspektive und aus der Perspektive jedes einzelnen Spielers nochmal Revue passieren lassen kann. In jeder Season, schon ab Beginn der kommenden, wird es eine Arcade-Playlist geben, die sich zu jeder neuen Season ändert. Zu Beginn der kommenden Season wird es den Golden Gun Spielmodus geben. Wie der Name schon verrät, wird jeder Spieler nur eine goldene Waffe besitzen. Dies wird eine Desert Eagle sein. Im Magazin habt ihr immer nur einen Schuss, müsst also nach jedem Schuss nachladen. Viel Spaß dabei. Ubisoft will die Arcade-Playlist so vermutlich über die komplette Season strecken und bietet eine nette Abwechslung zu dem normalen Rainbow-Alltag. Anders als in der Arcade-Playlist wird es auch noch Events geben, die sich wie in der Vergangenheit nicht über die komplette Season hinausstrecken werden. Wir erinnern dabei an Showdown, Rainbow is Magic und Road to Siege. Wie jedes Jahr auch, dieses Jahr wird es wieder einen Season Pass geben und zwar zu den bekannten Vorteilen. Zudem wird es auch noch einen Battle Pass in jeder Season geben, der ähnlich wie beim Stadium Event wahrscheinlich auf die Arcade-Playlist bzw. dem aktuellen stattfindenden Event zugeschnitten sein wird. Auf das Tachanka Rework haben wir schon so lange gewartet, endlich wird es Wirklichkeit. Es wurde auch hier nicht zu viel versprochen, die Änderungen sind einfach geil. So wird er ein mobiles Geschütz bekommen. Mit diesem kann er sich also wirklich bewegen und dabei sein Geschütz benutzen. Zudem erhält er Brandgranaten. Sein Geschütz ist so stark, dass er damit sogar Rotations erstellen kann. Ob der dort zu OP ist, wird sich noch zeigen. Ihr kennt es sicherlich in mindestens einer Runde aus euren Rainbow Six Siege Spielen, dass es Leute gibt, die einfach Teamkills machen, die einfach scheiße spielen, also absichtlich scheiße spielen, Sachen verraten und den Gegner helfen oder auch einfach nur im Chat beleidigen. Damit soll nämlich Schluss sein, denn Ubisoft führt das neue Reputation-System ein. Mit diesem System soll demnächst das Spielverhalten eines Spielers beobachtet werden, wodurch dann am Ende der Spieler dann entweder Belohnungen oder auch Sanktionen erhalten kann. Also besser keine Teamkills mehr und Spiel anstellen. In diesem Jahr wird es keine neuen Maps geben, dafür aber 4 Map Reworks. In der kommenden Season, wie schon bekannt, folgt der Oregon Rework, in Season 2 dann House, gefolgt von Season 3 mit Skyscraper und zum Schluss in Season 4 folgt dann der Charlie Rework. Kommen wir nun zum Rush Operator schlechthin und zwar geht es hier um nichts anderes als um Ashe. Denn sie bekommt ihren dritten Elite-Skin. Den ersten gab es für die Leute, die damals schon vor Ewigkeiten Rainbow Six Siege gespielt haben. Den zweiten gab es in einem speziellen Event, wo man den Elite-Skin in einem extra Paket ziehen konnte. Und nun folgt der dritte. Jetzt wird es allerdings ein richtiges Elite-Set zum Kaufen geben. Das Tomb Raider Ashe Elite-Set. Dieses soll schon in der kommenden Season erhältlich sein. Ob direkt bei Beginn oder in der Mitte der Season ist bisher noch nicht bekannt. Thank you.
Zum sechsten Jahr von Rainbow Six Siege sind bisher nur sehr wenige Infos bekannt gegeben worden. Was aber bekannt ist, ist, dass es in jeder neuen Season nur noch einen einzigen Operator geben soll, sollte aber auch reichen, sind jetzt schon zu viele. Zudem wird es natürlich aber auch noch weitere Anpassungen am Spiel geben. Bis wir dort allerdings ankommen, wird noch sehr viel Zeit vergehen. So, nach ungefähr 3 Stunden habe ich es jetzt geschafft, den ganzen Text noch für euch auf Kamera zu bringen. Und das war auch nur Part 1, denn in Part 2 geht es dann ganz speziell nur um die Sixth Invitational im Material, also genauer gesagt den E-Sport und nicht um die ganzen Updates da drin. Ich hoffe, ihr konntet mit den ganzen Themas anfangen, auch wenn das schon etwas länger bekannt ist. Es ist ja schon alles als Sonntag bekannt. Tut mir leid, es gibt ein bisschen paar Probleme. Unter anderem habt ihr es ja mitbekommen, Christian ist schon wieder nicht dabei. Bedankt euch bei ihm dafür. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht mit Chris, ich gehe aber mal ganz stark nicht davon aus. Hinterlasst gerne Kommentare, Bewertungen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.